Wir waren auf der ABF mit der Photo and Adventure, die normalerweise ja eine Messe für sich ist, kennt man vielleicht aus Duisburg, und die war jetzt hier eingebettet in der ABF. Das sind wiederum zwei Messen, die aus vielen kleinen einzelnen Untermessen bestehen in Hannover. Vom 31.01. bis zum 4.02. läuft das Ganze. Wir waren von 31.01. bis zum 3. dabei, also von Freitag bis Sonntag. Und ich habe jetzt hier in diesem Film mal so ein paar kleine Impressionen zusammengeschnitten, die wir da so aufgenommen haben. Und ich kann Ihnen eigentlich nur sagen, ich wohne zwar hier in der Region, ABF, kannte es zwar auch mit der Messe, aber ich hätte nie gedacht, dass das so eine Freizeitmesse ist, wo man praktisch mit der ganzen Familie hinfahren kann. Also da packt man die Kinder ein und Oma und Opa und die Frau und fährt einfach los. Und ich kann Ihnen auf jeden Fall garantieren, da ist für jeden was dabei. Also jeder dreht dann da im Prinzip in jeder Halle irgendwo durch, weil er irgendwas findet, was ihn interessiert. Also auch für die Kinder ist was dabei und auch für die Erwachsenen ist was dabei. Und es deckt auch Bereiche ab, von denen ich gar nicht gedacht hätte, dass das alles was mit Freizeit und Outdoor zu tun hat. Fotografie passt da natürlich wunderbar rein, weil wer vielleicht gerne campt oder im Outdoor-Bereich tätig ist, der macht ja logischerweise auch Fotos. Wir waren, wie gesagt, mit unserem Stand mit dabei und diesen kleinen Film, den ich Ihnen zeige, so als kleines Leckerchen im Prinzip, auch so einen kleinen Teaser vielleicht fürs nächste Jahr, kann ich Ihnen also nur empfehlen, hinzufahren. Jetzt wissen Sie zumindest auch, dass Sie auch im Bereich der Fotografie da findig werden, und da sind also auch einige andere Stände mit interessanten Sachen, und ich sage einfach jetzt mal Film ab und viel Spaß beim Gucken. Pünktlich um 10 Uhr war der Einlass auf der Messe und das Publikum strömte auch schon vor 10 Uhr reichlich in die Hallen. Unser Stand befand sich in Halle 19. Wir waren natürlich schon lange vorher da, um den Stand aufzubauen und um die Produkte ordentlich vorzubereiten, damit wir sie später auch präsentieren konnten. Vier Minuten nach Einlass hatten wir auch schon die ersten Interessanten bei uns am Stand. Der bekannte Tierfotograf Benny Rebel hatte seinen Stand direkt neben uns und zeigte dort sein wunderschönes Fotobuch mit Tieraufnahmen aus den Regionen Afrikas. Direkt gegenüber dann ein Stand, Görlitz-Fotografie aus Bünde mit vielen, vielen schlimmen Sachen, gefährlich fürs Bankkonto. Aber nein sagen zum roten Punkt, wer macht denn sowas? Es gab auch noch jede Menge andere Stände mit sehr viel interessantem Zubehör. Und neben mir versuchte natürlich noch der ein oder andere Fotograf, Impressionen einzufangen. Halb elf und noch nicht gefrühstückt, das ist hier überhaupt kein Problem. Es gab hier sehr viele interessante kulinarische Möglichkeiten, seinen Durst und Hunger zu stillen. Südtirol gehört jetzt nicht gerade zu den exotischen Ländern, aber es war halt eben auch vertreten. Andere Länder, andere Sitten, kann man machen. Es gab auch über den ganzen Tag verteilt an jedem Messetag verschiedene Veranstaltungen von der Photo and Badger selber. Wir waren natürlich auch dabei vertreten und haben hier unsere verschiedenen Tragesysteme vorgestellt. Hören wir doch mal kurz rein, was der Tobi uns ja erzählt. So, funktioniert, wunderbar. Schönen guten Tag alle zusammen. Mein Name ist Tobias Löwe, ich bin von Enjoy Your Camera. Das ist einmal mein Kollege Yannick Brinkmann noch mit dabei und mein Kollege Oliver Wilhelm. Wir wollen Ihnen heute mal unterschiedliche Tragesysteme für eine Kamera vorstellen. Das haben die drei auch wunderbar gemacht. Der Beitrag geht hier 20 Minuten, die Vorführung. Ich habe das natürlich jetzt ein bisschen zusammengedampft. Kurz gesagt, es ging hier also um den Spider-Holster, den Black Rapid und von Peak Design den Capture Clip. Der wurde hier vorgestellt. Und falls Sie Interesse an diesen Produkten haben, wir haben ja bei uns im YouTube-Channel noch die ganzen Produktfilme, die können Sie sich dazu dann ja anschauen. Unabhängig davon werde ich natürlich hier auf dem YouTube-Channel die 20-Minuten-Version dieses Vortrages dann noch gesondert hochladen. Die können Sie sich bei Interesse dann auch nochmal anschauen. Direkt ein paar Minuten nach dieser Veranstaltung selbst hatten wir natürlich dann einen regen Zulauf am Stand. Ach, da ist auch der Chef, hallo. Und die Kunden ließen sich dann noch einmal en Detail das ein oder andere Produkt richtig vorstellen. Und ja, ne, Faszination Videokamera, die ist also auch bei uns, obwohl wir in der Branche tätig sind, immer noch vorhanden.
nächsten 30 Minuten möchte ich Sie mit nach Afrika nehmen und etwas über meine Arbeit als Naturfotograf Ihnen zeigen. Auch Benny Rebel hatte natürlich hier auf der Bühne seinen Vortrag gehalten. Ich habe da mal so die interessantesten Stellen einfach rausgepickt für mich, die ich wirklich teilweise sehr lustig fand und auch sehr spannend. Begleitet wurde ich an diesem Tag von Ali. Das war ein iranischer, junger, dynamischer Ranger, der mich begleitet hatte an diesem Tag. Und er war voller Vorfreude, was dieser Tag ihm alles so bringen wird, und war total interessiert an die Knöpfe, die man... Nach 4 Stunden hat er sich gefragt, ob das überhaupt eine gute Idee ist, einen Tierfotografen zu begleiten. Und nach 8 Stunden ungefähr, nachdem wir immer noch da saßen und sich nichts tat, war ich, glaube ich, Ali so ziemlich deprimiert. Und nach etwa 10 Stunden kapitulierte Ali. Und den habe ich nie wieder gesehen. Auf den darauf folgenden Reisen, ich glaube, jedes Mal, wenn er gehört hat, dass ich da hinkomme zu filmen und zu fotografieren, hat er sich, ich glaube, Urlaub genommen und wollte nichts mit mir zu tun haben. Auch dieser Beitrag wird natürlich bei uns im YouTube-Channel komplett hochgeladen werden. Für mich der spannendste Moment in seinem Vortrag war der mit der kurzen Distanz zu wilden Tieren, und hören wir einfach mal, was er darüber sagt. In so einem Moment, normalerweise stehe ich so und dann mache ich mich größer als ich bin und schreie den Löwen zusammen. Meistens sage ich denen, wenn du noch einen Schritt näher kommst, dann bringe ich dich um. Die verstehen zwar die Wörter nicht, aber die verstehen die Energie sehr wohl. Wenn ich selbstbewusst und stark vor einem 250 Kilo Löwen stehe, dann läuft er weg. Weil ein Löwe nie weiß, wie stark ich bin. Und er würde niemals riskieren, ein Tier anzugreifen, das stärker ist als er selbst. Hier sieht man mich hier vorne stehen, und das sind 2 Löwen, die zusammen locker 500 Kilo gewogen haben. Und ich habe niemals irgendwelche Waffen bei mir. Und all das, was diese Löwen von meinem Hals fernhält, ist mein Finger. Ich habe nur meinen Finger hochgehoben, habe denen gesagt, wenn du noch einen Schritt näher kommst, dann bringe ich dich um. Von den Großkatzen zu den Kleinkatzen. Es gab also im Rahmen dieser ABF auch eine kleine Halbtiermesse. Sehr, sehr lustig war das auch und sehr spannend und teilweise auch wirklich sehr schön, was man da gemacht hat, um das Ganze aufzubauen. Schauen wir uns doch einfach mal kurz um. In der Zwischenzeit wurde es bei uns am Stand also richtig voll. Wir hatten alle Hände voll zu tun, waren trotzdem, wie man sehen kann, bestens gelaunt und hatten sehr viel Spaß. Diesen Stand hier fand ich ganz toll. Man sieht jetzt auch gleich warum. Hier wird also gerade mein erstes Frühstück vorbereitet. Muss da auch mal sein. Danke mich. Gerne. Schön. Stichwort Urlaubsreisen, Fotografie, Fotoreisen, wie auch immer. Dänemark hat ja also wirklich sich voll ins Zeug gelegt und einen sehr schönen großen Stand aufgebaut mit echtem Sand und Strandfeeling, mit Muscheln und allem Pipapo, was dazugehört. Es hat also wirklich Spaß gemacht, hier rüber zu laufen und sich die ganzen Sachen einfach anzuschauen. Auch wer mit Kindern hier war, für die war bestens gesorgt. Es gab also hier auch im dänischen Bereich einen großen Legoland-Stand, der hier also mit Legosteinen und Spielzeug und allen möglichen Sachen, die man da machen kann, die Kinder beschäftigt hat. Und dazu gehörte auch hier diese kleine Kartbahn mit diesen kleinen Elektrofahrzeugen. Ich war da ein bisschen sauer, dass ich also nicht selber auch noch da irgendwie mich mit beschäftigen konnte, aber ich habe versucht, da reinzukommen. Keine Chance, ich war einfach schon zu alt und zu groß. Während immer mehr Menschen bei uns an den Stand kamen, waren also in den Messehallen selber auf den Gängen ja einige sehr skurrile, merkwürdige Gestalten unterwegs, war aber lustig anzuschauen. Und ehe man sich versieht, ist schon die Mittagszeit da. Da darf man natürlich dann auch doppelt und dreifach zuschlagen oder hier vielleicht 20-fach, ganz wie es beliebt.
Käse schließt da bekanntlicherweise den Magen und das war dann mein Nachtisch. Auf der Messe selbst befand sich noch eine kleine Automobilausstellung. Wer würde sich nicht gern mal hier irgendwie anhalten lassen? Einfach nur, um mal vielleicht sich in das Auto reinsetzen zu dürfen oder mit den Polizisten einen kleinen Klönschnack zu halten. Zum Bereich Outdoor gehören natürlich auch große Campingmobile. Und natürlich auch für den Freizeitbereich das Fortbewegungsmittel Nummer 1, das Fahrrad, war auch ganz gut aufgestellt hier. Und was mir persönlich sehr gut gefallen hat, als kleine Entschädigung für die Lego-Mobile, mit denen ich nicht fahren durfte, gab es hier also eine Testbahn, wo man die Fahrräder direkt dann ausprobieren konnte. Kurze Zeit später traf ich dann die Freunde von dem kleinen Skateboardfahrer von eben, aber die wussten auch nicht, wo er lang gefahren ist. Und der hat ihn auch schon seit 3 Stunden nicht mehr gesehen. Aber wir interessieren uns ja eigentlich weniger für Gartenarbeit als für Fotografie. Ich fand bei uns in unserer Halle hier diesen wunderschönen restaurierten alten Mercedes-Transporter. Ein paar 70er-Jahre-Requisiten. Knutschende Menschen oder Monitore mit knutschenden Menschen drauf. Und im Heckbereich hinten einen riesengroßen Bildschirm mit Super Mario. Was hatte das alles zu bedeuten? Hier in diesem umgebauten Fahrzeug befand sich also eine Fotobox, eine Fotobooth, wo man selbst also sich dann reinsetzen konnte. Und wie das Ganze von innen aussieht, habe ich natürlich auch direkt mal reingeschaut. Da war natürlich alles sehr bunt. Es befand sich also eine Bank darin, wo man sich draufsetzen konnte. Alles war voller bunter Lichter, ganz viele bunte LED-Lichter. Und auf der Vorderseite dann der Bildschirm mit der eingebauten Kamera. Die kommt gleich ins Bild, kann man dann sehen. Und darunter jede Menge Knöpfe und Requisiten, die man einfach ausprobieren konnte. Mir war noch nicht klar bis zu diesem Moment, dass ich da auch was machen musste. Was mache ich denn jetzt? Ja, was machte ich da oder was musste ich machen? Ich musste mich verkleiden und musste mit einem Fußschalter praktisch die Kamera betätigen. Das, was ihr hier seht, ist das, was dabei rausgekommen ist. Da ich natürlich, wie ich hinterher erfahren habe, viel zu weit weg war von der Kamera, bekam ich dann anschließend noch professionelle Unterstützung und das ist dann das, was Sie jetzt hier sehen. Das ist hier nochmal so eine kleine Übersicht zum Abschluss. Das ist der Hallenplan, da können Sie also mal ganz kurz drüber schauen. Im Internet können Sie einfach mal suchen, ABF und dann Hannover eingeben. Da finden Sie direkt auch die Website und alles ganz detailliert dargestellt. Die ganzen Messetermine, was da für Aussteller sind, wann die Messe ist und so weiter. Die Öffnungszeiten, die Eintrittspreise, das können Sie sich ja alles einfach mal anschauen. Wie Sie sehen, es war also sehr viel los, sehr viel zu sehen. Für jeden immer etwas dabei, ist auf jeden Fall eine Messe für die ganze Familie. Wir wussten nicht so recht, was uns da eigentlich erwartet. Wir wussten zwar, wir sind im Rahmen der Photo Adventure da, aber das ganze Rundum-Paket, was darum herum war, war natürlich auch dann für uns sehr spannend zu sehen, welche Leute aus welchen Bereichen dann zu uns auch kamen, die fotointeressierten Freizeit- und Outdoor-Menschen, die wir dann auch beraten haben. Und wir haben also auch hier neue Kontakte geknüpft. Hat uns, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns schon auf das nächste Mal, auf die nächste ABF und auf die nächste Photo Adventure. Ich hoffe, Ihnen dieser Film hat Ihnen etwas Spaß gemacht und Ihnen vor allen Dingen auch so ein bisschen einen Einblick verschafft, dass Sie sich so ein besseres Bild machen können über die ABF selbst. Und ich sage einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.